Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planescape Torment. Wir sind hier noch in den Weeping Stone Catacombs und ich dachte, wir könnten ja mal probieren, ob wir hier rasten können. Wie ging das denn nochmal? Spiel. Rast. It is too dangerous. Das hatte ich schon Dann. befürchtet. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Wo geht's hier hin? Will ich wissen, wo es hier hingeht? I'm gone. All right. Ne? All right. Ah, Gottes All Willen, ihr seid right. doch bescheuert. Okay. Du Your ziehst mal path is zurück und hier mine. können wir im Moment nichts anfangen. Und ihr beide schlagt die jetzt mal tot. Also das nenne ich mal Aufpoppen von Enemies, würde ich sagen. Aber zum Glück scheinen die nicht allzu stark zu sein. Ich meine, wir prügeln die als Magier ja kaputt, das ist ja. Geht offensichtlich. Okay. Für noch mehr. Aber sie geben ganz gute Erfahrungspunkte, da kann man nicht meckern. Hier geht's auch irgendwo hin. Nee, da gucken wir aber erstmal noch nicht hin. Da sind bestimmt noch mehr von denen. Gucken wir erstmal nach da oben. Da sah es ein bisschen freundlicher aus. So, was haben wir hier? Equip of the Embrace. Gehen wir erstmal da rein. Done. Ja, alles lootet. Aha, geht's nach oben. Aha. Despite the age of the script, these coffins appear to be in near perfect condition. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn hier mal keine Falle ist, dann weiß ich nicht. Dann nehmen wir das I'm mal. gone. Na? Huppala! Moment. Darkon, zieh dich mal zurück. Du greif mal an und. Good as done. Was ist das denn? Ghule sind das, okay. Wow, hier kriegen wir aber echt aufs Maul. Ja, hilft nichts. Die. Okay, einer ist tot. Okay, Memo an mich. Ghule sind ganz schön übel. Und geben allerdings auch ganz gut Punkte. Latzmir is leading to the largest. Ach, jetzt lese ich das. Ich bin auch blöd, ne? Hätte man vorher lesen können. Na gut, okay. Green Steel Dagger können wir verkaufen. Done. Dagger, High Quality Stiletto. I'm gone. Ja? Möchtest. Aha. Blindness, Hardcharm. Na gut, da haben wir den gleich wieder. Das ist ganz praktisch. Blindness. Quatsch. Grad 1. Du kannst Blindness noch nicht. Und du auch nicht. Aber dann würde ich sagen, lernst du den erstmal. It's in my spellbook. Gut. Ich hoffe, dass wir hier rasten können. Aber wahrscheinlich ist es hier auch zu gefährlich. Weil ja theoretisch hier irgendwelche Viecher rumlaufen könnten. Mist, Mist, Mist. Okay. So, ist da jetzt irgendwas drin? Ach, guck an, das ist Gris. Hallo. this is the corpse of a man with a surprised look on his
beak-nosed face. It's hard to tell how he died, whether from the numerous horrific slashing wounds across his abdomen and throat, or from blood loss incurred when his right arm was nearly severed from his shoulder. That's a bad way to go. If I could talk to him, it'd surely have a hell of a tale. Ja, wir können leider nicht mit ihm reden. Er ist nämlich tot. Ach, der hat er hier wahrscheinlich irgendwie dran rum, hat er hier wahrscheinlich drin rumgesucht und dann ist er dem zu nahe gekommen und dann ist das Ding zugeknallt. Oder so. Das ist ja ekelhaft. Okay. Und sonst ist ja nichts. So, können wir hier rasten. Blödes Spiel. Alright. Alright. Gut. Hab schon überlegt, ob wir nicht einfach nochmal zu Ferret's Court. Ja, wir müssen rasten. Das ist mir sonst. Achso, jetzt kommen wir hier wieder nicht raus. Hm. Können wir hier rasten? Cannot rest in this area. Ja, Mist, Mist, Mist. Nee, die wollen uns ja, die werden. Die wollen Geld. Alright. Haben. Obwohl, alright, wir können es ja mal testen. Die lassen uns, glaube ich, nicht mehr raus. I'm gone. Du komm her. Done. The guard straightens up. You got what Ferret wanted, Burke? Not yet. If you don't have it, why are you wasting my time? I don't have it, but I do have something you might be interested in. Okay, wir können sie bestechen. Okay. How'd you like 10 coins? Don't think so. 25? You're getting warm. 50? Smile with his ugly face. That's good enough. Pass it through and open, and I'll open the gate. Mm-hmm. He reaches to the gate for the coins you hold out. Ja, ich fürchte, wir sind nicht gut genug. Unsere Stärke ist minimal, unsere Dexterity ist minimal. Ne, ich glaube, das wird nichts. Okay. So. Und wir hier können wir jetzt nirgendwo rasten. Obwohl, bei Martha können wir, glaube ich, rasten. Wir haben hier nur erfolgreich alle unsere Zauber verballert. Und Hitpoints, die Hitpoint-Lage ist auch nicht gerade optimal. So, dann lass uns hier mal schlafen unter den ganzen Disembodied. Some questions. Can I rest here? No, doesn't. Very well. So. So, das war ja ein teurer Spaß. Dann wollen wir mal wieder zurück. Ich hoffe, dass die Gegner jetzt nicht alle respawned sind. Das wäre sauwitzlos. Alright. Alright. I'm gone. Mach die Tür auf. Dankeschön. Achso, wir sind gar nicht geheilt. Ach ja, stimmt, wir haben ja keinen Priester. Alright. Naja gut, zumindest haben wir unsere Zauber wieder. Fantastisch. Fantastisch. Aber wir haben ja so viel von diesen Dingern hier. Verballern wir die mal. So,
2 lassen wir über. Moment mal. Ich bin ja blöd. Ich glaube, wir können... Kann Martha uns nicht auch heilen? Cool, ja, mal kurz gucken. Würde ich sagen, werde ich das Video hier mal ganz kurz pausieren und mal schnell zu Mabeth zurücklaufen. Die kann uns ja heilen. Und dann sehen wir uns quasi in einer Sekunde wieder. Also, bis gleich. Ja, und da bin ich wieder und wie wir sehen, voll gerastet, kurz bei Mabeth und Sache ist gut, da können wir uns unsere Bandages noch aufsparen, die wir nämlich bestimmt noch brauchen. So, lass mich hier durch. Dann. Schön. Okay, zweiter Versuch. Oder was heißt Versuch, zweiter? Werden wir gleich sehen, ob sie alle wieder da sind. Alright. Sieht gut aus. Gut. So, dann. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist eine Shattered Crypt. Crypt 5. Gucken wir. So, dann speichere ich jetzt erst nochmal. Und dann gucken wir jetzt hier mal rein. Ne, hier war ich doch schon, ich bin doch blöd. Ja. Perks, Mensch, Kurzzeitgedächtnis. Hier. Shattered Crypt, wo ist die? Hier? Oh oh. Das sieht auch wieder nicht gut aus. Okay, dann zaubern wir diesmal aber Endure. Vorher. In enduring grow strong. Power of One. Auf dich. Insert the Mon's name. Und Power of One auf dich. Insert the Mon's name. So, jetzt geht er hier bestimmt gleich irgendwas schief. Ich wollte gerade sagen, kann doch nicht nur ein so ein Ding sein. Deny the teachings of Zerthamon, I have become stronger. Das ist gut. Aber das ist aber freundlich, dass ihr nacheinander kommt. Ist ja wie in schlechten Kung-Fu-Filmen. Die Gegner kommen wirklich einzeln nacheinander. Das ist ja herrlich. Na gut, das können wir schaffen. Tatsächlich. Fantastisch. So, war es das jetzt? These pots used to hold a sarcophagus. They apparently used to have something in them. They don't have anymore. Done. Aber der vielleicht noch. Eine Menge Geld. War hier noch irgendwo was? Alright. High Quality Stiletto. Punch Daggers of Moorin. Blackbone Club und Skull. Na gut. This furniture is evidence that someone used to make this crypt their home. Mhm. Okay, Punch Daggers auf irgendwas. Aha, Fighters and Thieves. Mhm. Plus 2, gar nicht schlecht. Okay. Wenn wir irgendwann mal ein Dieb bekommen sollten, wissen wir, was der kriegen kann.
Mehr ist hier nicht. Toll. Alright. So. Und Glas. Da kommen wir her. Hier waren wir noch nicht. Also zumindest nicht in der Crypt, die sich daran anschließt. Ihr seid ja schon wieder da. Och Mensch, Leute. Hab euch da gerade totgeschlagen. Nur haut nicht ab. Did you see that? Und ich muss Darko noch aufleveln. Did you see that? Sehr gut. Du nicht. Du auch nicht. Du aber. Okay, zwei Hitpoints. Achso, das ist Power of One. Okay. Okay, du kannst noch ein Rain of Anger. Drei bis sechs. Und Magic Missile 2 bis 5. Dann nehmen wir Rain of Anger. Law. Mhm. I'm gone. Gut. Sicher ist sicher. Gott, das sieht nicht gut aus. Was ist das? These holes lead down into the darkness. You can hear something moving down below. The stench of rotting meat rises from them. Dismembered crypt. Dismembered. Rotting meat. Ich glaube, wir nehmen Mord. Den kann man wenigstens nicht dismembern. Okay, Mord. Okay. Ah! Da flog gerade irgendwas auf uns. Okay. Zum Glück scheint dich das nicht zu stören. Das ist ja super. Sure, why not? Aua, okay, das hatte ich gestört. Ja, ja. So, dann mach das mal auf. Was ist das denn? Haben die den Zerhackstück da reingeschmissen? Sure, why not? Sehr furchtbar. Blackbone Club und Skull. Und sonst sure, why not? Aua. Da geht's runter. Flags of rust have been scrapped of this as it has been recently moved. Mhm. Ja, na Mord, willst du es mal? Ah, und wir beamen uns hier alle hin, das ist ja sehr praktisch. Okay, this is some of the now malfunctioning machinery that powers the devices above. Ja, toll. Können wir die irgendwie ausschalten? Good is done. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ah, hallo. Kill them. I'm gone. Wo seid ihr denn hin? This is a sickening pool of dried and drying blood and gore. It looks like there may be something of interest on some of the body parts in there. Du bist nicht. Das ist nicht dein Ernstspiel. Hier ist. Oh Gott. Ja, deswegen Dismemberment, hm? Teile werden oben abgeschnitten und fallen dann hier rein. Alright. Severed Arm. Alright. Ist hier irgendwas? Huh.
Sieht nicht so aus, ne? Dann. Der muss doch einen Grund haben, dass der hier liegt. Gucken wir uns das Ding mal an. Oh, ein Severed Arm, Severed Arm plus One. Ich glaub's nicht, ein magischer Arm. New Tattoos. Aha. Moment. The severed arm is as hard as a wooden club. It looks like it was severed cleanly at the shoulder, most likely by a scythe blade. And even though it looks many decades old, it is more petrified than rotted. Okay, dann kann das ja nicht von dem Typen sein. Der sieht ja noch halbwegs frisch aus. It has an unhealthy gray pallor and is covered with scars. Moment. Intricate tattoos decorate its surface, spiraling up from the wrist all the way to the remains of the shoulder. Upon closer inspection, you know for a fact that this arm is yours. Was ist hier los? How long it has been lying around waiting for you is anyone's guess. You can't explain why, but you feel like you should take this arm to a tattoo artist and have it examined. Na, zum Glück kennen wir einen, wa? Nudge, nudge. The tattoos might tell something of what happened to your previous incarnation when this arm was still attached to him. Okay, können wir nur als plus 2 crushing damage. Mhm, new tattoos. Steht hier noch irgendwas Neues? Nee. Ja, das Ding brauchen wir dann nicht mehr. Nicht, dass ich die verwechsle. Okay, und sonst? Das ist something. Nee, scheint nichts zu sein. Naja, immerhin haben wir einen Teil von uns gefunden. So, jetzt hoffentlich kommen wir hier lebend wieder raus. Wahrscheinlich nicht, ne? Ne? Autsch! Oh ja, war ja klar. Come on. Och. Okay, also hier respawnen die also immer. Verstehe. Aber es sind immer nur drei, das ist okay. Na gut, guck mal, ein paar Erfahrungspunkte sammeln ist gar nicht schlecht. So, jetzt wollen wir hier noch nicht, ne? I'm gone. Alright. Na? His body twisted and bent as if it died in incredible pain. Aber das ist, oh mein Gott, ist das heimelig hier. Ist hier was drin? Ein bisschen Geld, naja, wollen wir mal kein Kostverächter sein. Dann. Also ich habe das Gefühl, diese Crypts haben irgendeine, sie scheinen nicht ganz unwichtig zu sein. Also wir haben hier jetzt haben wir einen Teil von uns hier gefunden, das ist ja furchtbar. Oh Gott. Das sieht schon wieder so nach Falle aus. The inlaid metal in the mosaic floor seems to be sitting in a slight depression. It looks like it was scraped the color. Was? It has scraped the color from the tiles around it. Hier haben wir was. The caps are rusted to the ground and cannot be opened. It looks like they controlled airflow into the crypt. Das ist ja gut, dass es hier Luft gibt. These caps I don't are trust rusted. The gith. Halt doch die Klappe. I say we leave to behind. The ground and cannot be opened. The names and warnings inscribed into the stone have been chipped away into. Na gut, Mord. Dann geh mal nicht darüber, sure, würde ich sagen. Ne? Good is done. Hier hin? Locked. Kannst du es mal versuchen aufzubrechen, bitte? Okay. Failed. Failed. Open. Ah, okay. Dankeschön. So, was haben wir jetzt? Copper Commons, Sledgehammer und ein Skull. Toll. Das war alles. Mhm.
Okay, das scheint ja nicht besonders viel gewesen zu sein. Okay, dann wieder raus hier. Alright. Obwohl, vielleicht ist das auch wieder irgendein Sledgehammer, der. Wer hat den denn? Du? Ach, den können wir identifizieren, ne? Gehen wir den mal dir. Oh, den können wir auch identifizieren. Das nicht, das nicht, das nicht. Das sowieso nicht. Das Ding ist schon identifiziert. Das können wir auch nicht identifizieren. Das können wir auch nicht identifizieren. Na, dann identifiziere mal. Bone Dagger. Aha, so ein Ding hatte ich nicht. Hatte ich sowas nicht schon? Ich hab schon einen Bone Dagger. Na gut, hätte ich noch einen Bone Dagger. Den können wir eigentlich dann auch verkaufen. Du hast das Ding. Das können wir mal dir. Ach, du kannst das nicht benutzen. Weiter in Thieves. Right. Okay, und das hier? Enchanted Hammer. Ja, ja. Plus eins. Ach ja, natürlich. Ne? Wieder drei neue, ne? Lass mich raten. Drei neue? Drei neue. Also wenn man unbedingt muss, könnte man hier offensichtlich Level-Grinding machen. Soll ich ihn mal bitte zuschlagen? Darkon, hast du keine Lust? Okay, jetzt können wir noch nach hier. Ah, mehr Zombies. Kill them. Zombies, solange es keine Ghule sind, ist alles okay. Okay, hier geht's irgendwo hin. Wo geht's hier hin? Dead Nations. Gut. Warte mal, wo sind wir denn hier? Okay, unterhalb. Ja, da würde ich sagen, werde ich hier das Video mal beenden und beim nächsten Mal gucken wir dann mal in die Dead Nations. Gucken wir nochmal kurz nach hier. Alright. Das gefällt mir nicht. Alright. Da gehen wir danach. Alright. Aber da ist auch nichts mehr. Na ja, dann gucken wir mal. Sah so ein bisschen nach, als würde sich hier ein Magier aufhalten. Aber. Hier ist keiner. Zumindest ist er gerade aushäusig oder auskryptisch. Hier ist noch was. Nö, hier ist einfach keiner. Alright. Das war ja. Done. Keine mehr umsonst Sorgen gemacht. Alright. Gut, also, nochmal. Dann werde ich hier das Video beenden und beim nächsten Mal gehen wir dann in die Dead Nations. Okay. Bis dahin. Tschüss.